Okay. Ich habe den Donnerblitz bekommen. Jetzt ohne Scheiß, die Attacke heißt wirklich so. Die Attacke heißt Donnerblitz. Okay. Ich kann mir Pikachu-Charakter erstellen, geil. So, jetzt will ich mir aber auch noch die Kleidung ansehen. Und dann, wie lang ist die Aufnahme denn? Moment. Ja, wir sind jetzt gerade bei einer Dreiviertelstunde ungefähr. Ja, kannst du zwei Parts raushauen. Ne, ich mach das in einem Video fertig. Ein Video? Ja. Das ist viel zu lange. Ich würde zwei Parts draus machen. Das wird sich klar. Ja, du würdest das! Ich würde es nicht. Ausrüstung ändern. Nee. Doch, Ausrüstung ändern war das. Man konnte die Details ja ausblenden. Nee, das. Oh, Gines Kleidung sieht niedlich aus, finde ich. Ich denke, ich bleibe in Zukunft bei Gines Kleidung. Echt? Mhm. Fähigkeiten ändern. Geil, ich kann Hakai-Energie einsetzen. Ich kann zerstören. Echt? Ja, vernichtende Spaltung erzeugt eine Ki-Explosion voller Hakai-Energie. Sie verfolgt deinen Gegner und explodiert nach kurzer Zeit oder wenn sie ihn trifft. Gib einen weiteren Befehl ein, um eine unblockbare Explosion auszulösen. Wow. Oh. Interessant. Was steht dann bei dir bei Donnerblitz? Moment, ich gehe gerade so ein bisschen die ganzen Klamotten durch. Wobei, ich frag mich gerade eins, wo sind wir eigentlich? Moment, lass mich. Oh, bei Gines Set, also diesen Accessoires, da hast du jetzt einen normalen Saiyajin-Schweif, der aber nicht so, wie soll ich denn sagen, so steif aussieht, nicht so künstlich. Der animiert ist. Nee, der ist nicht animiert, der ist etwa so wie dem, wie der blaue Schweif, den wir haben, nur halt als Saiyajin nicht so ekelhaft geknickt. Ach so, meinst du das? Sehr gut. Ja, dann nehmen wir doch den rein. Aber dann hat man auch gleichzeitig die Frisur. Hä? Ja, okay. Stimmt. Nee, ich möchte meine Frisur dann schon behalten. Aber ich find's cool, dass man das doch dann schon hat. Ich habe das bei meiner Frisur erst gar nicht erkannt, weil Gines Frisur und die Frisur, die ich habe, die sehen sich so ähnlich. Ja, ja. So. Scheiße, wo ist denn Nummer 12? Waren die nicht irgendwo alle in einer riesigen Kugel? Ich habe da nur bis Nummer 11. Nummer 12 muss ich so erstmal finden. Ach so. Ich wollte nicht auf das Ding aufsteigen, ich wollte eigentlich danke. Okay, auf einmal quatscht Fu mit mir. Version 1.14, Doppelkristallplünderung. In Doppelkristallplünderung werden zwei Spieler zu Bosscharakteren und versuchen, sich in einem mörderischen Kampf gegen vier andere Spieler zu behaupten. Hinweis: Erholungsobjekte können in Kristallplünderungen nicht eingesetzt werden. Anders als bei der Kristallplünderung gibt es nicht nur einen Boss-Spieler, sondern zwei. Gemeinsam können sie mächtige, abgestimmte Angriffe ausführen und sich gegenseitig unterstützen, sobald sie in Bedrängnis geraten. Wenn einer der Boss-Spieler besiegt wird, kann er allerdings nicht mehr wiederbelebt werden. Erholungsobjekte können nicht benutzt werden, ja, das ist klar. Dieses Feature gibt es nur in der Vollversion des Spiels. Okay. Alles klar, klingt interessant. Ich klicke mal Doppelkristallprüfung an. Du kannst im Team keine Kristall... Oh, natürlich. Das machen wir dann irgendein anderes Mal. Wer Affe? Der Affe. Das kriegen wir zu dritt hin. Ja. Und dann werden wir so zerstört. Nein. Ja, es gibt eine Mission, die ist brutal. Ja, Nummer 15. Aber ich glaube, das ist auch die brutalste von allen. Das ist die unfairste von allen. Vor allem auf PC war sie unfair. Auf Konsole habe ich es sogar alleine geschafft mit 5 CPUs. Aber nur weil ich halt immer noch den Heilmove dabei hatte.
bitte. Der PC war aber auch buggy, also. Ja, man hat's gesehen bei dir, Keanu. Kommen Charaktere in anderen Dimensionen zählen nicht zum Team? The leader of the bunch is here. Ist auf der Weg. Ich bin einfach stehen geblieben und hab mich weiter aufgeladen. Wenn ich da stehen geblieben wäre, der wäre auf mich drauf getrampelt. Was zur Hölle? Meine Meditation ist schon raus. Ja, die ist schnell weg. Holy shit. Die Attacke sieht cool aus, von der Ausführung her, aber ich glaube, die braucht zu viel Zeit. Ah, so funktioniert das. Okay. Da wird der Hakai-Ball einfach so weggeschnipst und sobald ich das nochmal drücke, explodiert er. Ach so, okay. Glaube ich zumindest. Fuck. Ich hab doch meditieren gedrückt. Bei mir hat's funktioniert. Hey, cooler Dance Move. Schon cool aus hier mit dem Hakai. Okay, wer bleibt? Ich fliege. Weggeblieben. Oh, shit, da müssen wir uns beeilen. Dass Chaos nicht so alleine ist. Wenn er mich in Ruhe lässt, kann ich die Kristalle zerstören. Komm, als ob der dich in Ruhe lassen würde. Ja, so viel halten die Kristalle ja zum Glück nicht aus. Ja. Oh, oh. ich hab Vegeta 1 hier, alles klar. Ich hab Nappa. Kristall zerstört, Nummer 1. Ghost noch Nappa. Mehrere. Und das war mein Tor. Das war mein Tor. Okay, ich sehe nur einen einzigen bis. Ja, ich glaube, es hat nur einen einzigen. Ich hab Nappa trotzdem fertig gemacht. Au. Das hab ich nicht kommen sehen. Nein, ich muss niesen. Nein. Hua. Okay, ich sehe keine weiteren Tore. Ich muss gerade aufladen. Hier, hier. Und. Back to the future. Oh, shit, ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ich bin definitiv falsch abgebogen. Ich bin im Canyon gelandet, anstatt im Ödland. Ah, toll. That was not so good. Wow! Ich komme hier in den Raum, kommt mir so der fette Energieball einfach mal entgegengeflogen. Fusion 77 ist wieder ein Gebiet. So. Ey, ich bin gerade im Gebiet wieder da. Ich bin geflogen. Ich bin nicht geflogen, ich bin da. Ich war gerade erst wieder angekommen und schon heißt es wieder bye bye. Bardock will mich hier echt nicht haben. Ich wollte mich nicht haben, er wusste, dass ich die Kristalle zerstöre. Ja du, ich war noch nicht mal eine Sekunde im Raum, schon setzte dieser Attacker ein, der mich wegfetzt. Oh, ich darf Nappa schon wieder eins aus dem Maul geben. Oh, Vegeta. Wieso hat er nur so wenig Life? Ah ja. Na komm. Okay, wo ist das Tor? Wo ist das Tor? Au. Oh, schon schneller, geh mir nicht auf den Sack. Wow.
Ich kann nicht nach dem Tor suchen. Nappa gibt mir so gerade übelst auf die Nüsse. So, jetzt kann ich nach dem Tor suchen. Aber ich glaube, der Hakai-Angriff ist nicht hier so gut. Jedenfalls macht er nicht so viel Schaden gefühlt. Den muss ich mir noch mehr ansehen. Ja, den müssen wir im richtigen Kampf mal einsetzen, nicht so gegen den Bäraffen. Ja. Er ist allerdings auch relativ langsam, der Angriff. Ich wollte gerade mein Ulti. Ey, das gibt's nicht. Ja, Dreck gleich durch. Ich bin da geblieben, mal wieder. Ich bin geflogen. Ey, das gibt's nicht, ey. Immer diese Cheater-Taktiken hier, ey. Ich kann einmal den Imperator-Strahl und vielleicht eine Super-Kamehameha durchdrücken und dann bin ich wieder weg. Au. Hi, Raditz. Hi, Geta. Die ganzen Saiyajin-Flaschen, ey, die sich hier mit uns anlegen wollen. Hier so weggesprengt. Oh, fuck it! Oh, oh, oh! Zum Glück haut er seine Angriffe gerade alle daneben. Au. Oh, ich lebe noch! Ja, er lebt noch. Uff. So, darf ich jetzt bitte eine Weile im Raum bleiben? Bardock, please? Ich wollte gerade meine Ulti ansetzen. Oh, endlich. Dritter Platz. Also wir haben alle drei Plätze belegt. Bei nur NPCs ist das ja nicht so schwer. Er ist kein Ding der Welt. Kein Ding der Welt. Mhm. Finde ich schön, den Satz. Also jedenfalls die zweite Explosion kannst du machen, wenn du den selber Attacke nochmal machst. Aber ansonsten fliegt der Ball, der kleine Ball, sehr langsam. Okay. Ist in meinen Augen eher was für spontanen Nahkampf. Beziehungsweise, wenn du es geschafft hast, dem Gegner die Ausdauer zu brechen. Ansonsten ist die Attacke wirklich einfach auszuweichen. Das ist jedenfalls meine Einschätzung jetzt. Die Ausdauer brechen tue ich ja gerne bei NPCs. Da läuft er in Gines Kleidung rum. Wir haben Joey Wheeler im Team. Oi. Nee. Brooklyn Rage! Ich wollte gerade Bumm machen und so, da muss ich. Ja, ich hab's gemerkt. So. Nicht nur Spalte, okay. Das sieht schon cool aus, wie das so weggeschnipst wird, aber boah, die Attacke, die ist ja richtig.
Ja. Von Hakai hat man mehr erwartet. Ja. Schade, die Attacke hat sich selbst verkeilt. Boom, Hakai. Ich bin zerstört. Hi, Sal. Ach, scheiße. Oh, sehr gut. Mist, dann kommst du spät. Ich lass dich doch nicht von so einem nackten Kerl verprügeln. Scheiße! Ab hin! Ach, scheiße. Ich bin noch reingekommen, ey. Boah, in letzter Sekunde. Ja, mein Charakter wollte sich irgendwie nicht bewegen. Ich habe dich anvisiert, aber er wollte sich nicht bewegen. Ich meine, er wollte dich nicht anvisieren zuerst. Beinahe hättet ihr es mit mir zu tun bekommen. Ich habe mich irgendwie gegen diesen Angriff noch verteidigen können. Indem ich meine Geistesexplosion eingesetzt habe. Sehr gut. Kak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 
Boah, lass mich meinen Angriff wieder wechseln, ey. Das ist so schade, dass die Hakai-Attacke so scheiße ist.